Sehr geehrter Herr Staatssekretär Wienans, sehr geehrter Herr Dr. Langenscheid, sehr geehrte Damen und Herren, im Namen des VDS Bildungsmedien begrüße ich Sie sehr herzlich zu diesem Bildungskongress hier in Köln. Wie schon mehrmals erwähnt worden, das Thema heißt Lernen individuell gestalten. Ein Motto, das über diese Tagung hinaus als Zuspitzung der Aufgabe beschrieben werden kann, von denen die Lehrerinnen und Lehrer gleich welcher Schulart heute stehen. In dem Reformprozess, den die Politik nach den PISA-Ergebnissen so umfassend eingeleitet hat, stehen wir heute in der ganz entscheidenden Etappe, die Phase der Veränderung der Unterrichtskultur. Mit bundesweit gemeinsamen Bildungsstandards, mit der Formulierung von Kernkompetenzen und Kernlernplänen sowie der Einführung von zentralen landesweiten Abschlussprüfungen und Lernstandserhebungen ist ein neues System der Qualitätssicherung geschaffen worden. Nordrhein-Westfalen hat bei dieser Reform des Qualitätsmanagements, wie Herr Staatssekretär eben schon erläutert hat, von den Ökonomen kürzlich lobend hervorgehoben worden. Sogar die Spitzenposition in Deutschland haben wir übernommen. Für die Schulen bedeutet das, dass sie heute im Wettbewerb um den bestmöglichen Abschluss ihrer Schüler stehen. Dazu erhalten die Schulen mehr Freiheiten bei der Wahl des Weges, mehr Raum dafür, Lernwege individuell zu gestalten. Diese Freiheiten brauchen sie aber auch, denn wie uns die PISA-Ergebnisse lehren, gibt es in Deutschland viel zu viele Schüler, die mit den vorhandenen Bildungsangeboten nicht erreicht werden. Eine Gesellschaft wie die deutsche, deren Ressourcen die gute Ausbildung ihrer Bürger ist, kann sich das nicht leisten. Die Aufgabe der Politik, wie der Schulen, wie der Lehrerinnen und Lehrer und wie auch der Schulbuchverlage ist es deshalb, neue Lernmittel und Lernwege zu finden, die individuell fördern können und jeden Schüler dort abholen, wo er steht. Ich stimme Ihnen auch grundsätzlich zu, Staatssekretär Wienans, dass wir mit Sicherheit neue Lernmethoden, neue Lernwege im elektronischen Bereich viel stärker entwickeln sollen. Die Schulbuchverlage würden das auch sehr gerne machen oder die Bildungsverlage. Ich möchte hier nur noch mal wieder daran appellieren, dass da auch die entsprechenden finanziellen Ausstattungen für erforderlich sind an den Schulen. Und wir haben schon sehr, sehr viele oder wir entwickeln sehr viele innovative Methoden, Software und so weiter. Aber solange in den Schulen oft Materialien verwendet werden, die 10 Jahre und älter sind, ist das auch innovationshemmend für uns. Also ich appelliere daran, dass man auch von der Politik her da die Entwicklungen unterstützt. Und ich möchte auch nochmal appellieren, und ich arbeite für einen internationalen Bildungsverlag und ich sehe in anderen Ländern den Einsatz elektronischer Medien viel deutlicher als in Deutschland. Und es hat auch sehr viel mit der Lehrerbildung zu tun. Also auch dort, glaube ich, muss man ansetzen, man muss die Lehrer mitnehmen in diese neuen Methoden. So, was so harmlos, ja so selbstverständlich klingt, ist in Wirklichkeit ein ausgesprochen ambitiöses Ziel. Und Sie, meine Damen und Herren, die Sie in den Schulen und vor Ort arbeiten, wie auch wir in den Redaktionen der Bildungsverlage wissen, dass es dafür keine Patentrezepte gibt. Wir können aber so erfolgreich sein, dass wir gute Tipps und Instrumente zusammenstellen, gute Werkzeuge und Methoden, die uns helfen, auf die sich ständig verändernden Lernsituationen zu reagieren und kritischen Entwicklungen vorzubeugen. Damit dies gelingt, brauchen wir Bildungsverlage den Dialog, brauchen wir Treffpunkte wie diesen und deshalb haben wir uns als Verband gerne dafür eingesetzt, zusammen mit dem Schulministerium und der Medienberatung NRW diesen Kongress zu veranstalten. Wenn es um Bildungsreform geht, um Verbesserungen des Unterrichts und des Lernens, sind die Schulbuchverlage und Hersteller von Bildungsmedien, die ich hier vertrete, ganz sicher ein wichtiges Kompetenzzentrum. Das Leitmedium für den Unterricht ist das Schulbuch, immer noch. Eine Hauptaufgabe unserer Autoren und unserer Redakteuren ist die Verbindung herzustellen zwischen den Zielvorgaben der Bildungspolitik und der Praxis der Lehrerinnen und Lehrer an Schulen. Dafür produzieren die Schulbuchverlage jedes Jahr rund 3.500 Erstauflagen, ganz zu schweigen von der Zahl der Neubearbeitungen. Dazu organisieren wir rund 7.000 Lehrerfortbildungsveranstaltungen, die von ca. 200.000 Lehrerinnen und Lehrern besucht werden. Auf den Bildungskongressen, auf den Messen,
wie in unseren Schulbuchzentren der Verlage. Als eine Branche, die für sich in Anspruch nimmt, den Pädagogen überzeugende Werkzeuge für die Arbeit zu liefern, brauchen wir diesen Kontakt mit den Lehrerinnen und Lehrern. Wir möchten wissen, ob unsere Ideen im Unterricht zünden. Und natürlich wollen wir auch lernen, was in den Schulen gebraucht wird. Und natürlich sind wir auch ständig auf der Suche nach guten Pädagogen, die mit neuen Konzepten frischen Ideen aus der Praxis einbringen, wenn es darum geht, ein neues Schulbuch zu machen. Die Autorensuche, dies nur am Rande, ist für uns Verlage auch eine der Aufgaben, die sich mit dem Reformtempo verschärft hat. Einen Ausschnitt dieses Fortbildungsangebotes der Verlage finden Sie auf diesem Kongress, zugeschnitten auf die Bedürfnisse der laufenden Reformen in Nordrhein-Westfalen. Ich freue mich, dass sich für die 53 Seminare und Vorträge fast 1000 Pädagogen angemeldet haben. Wenn Sie sich heute für einen Besuch dieser Veranstaltungen Zeit nehmen, dann zeigt dies, dass wir interessante Informationen gefunden haben. Es belegt einmal mehr das gewachsene Interesse der Pädagogen nach Informationen und Ideenaustausch. Es ist auch ein Indiz dafür, mit welchem Engagement die Lehrerinnen und Lehrer den Umbau von Schule, die Aufgabe des Lernens individuell zu gestalten, ernst nehmen. Diese positive Resonanz, die wir momentan überall bei der Lehrerschaft spüren, macht Mut für die eingangs beschriebene Aufgabe, jeden Schüler dort abzuholen, wo er steht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, meine Damen und Herren, heute eine anregende Veranstaltung, gute Gespräche und viele neue Anregungen. Und ich würde mich sehr freuen, wir freuen uns sehr auf die Diskussionen und auf den Besuch der Ausstellungen von unseren Ausstellern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.